Ja? Sparen können. Herr Andersen kommt erst um 16 Uhr aus Frankfurt zurück. Er war auf unserer Plantage in Südamerika. Aber um was geht's denn, wenn ich fragen darf? Müsste ich schon mit der Geschäftsleitung persönlich besprechen. Diese Plantage, war die zufällig in Mexiko? Nein, Kolumbien. Warum? Ja. Ja, tragisch. Dann... Jan-Erik? Ich bin's nochmal. Du, da war gerade einer vom Gewerbeaufsichtsamt. Hast du eine Ahnung, was der von dir will? Dachte ich's mir. Aus unserem gemeinsamen Abend wird es leider nichts. Nein? Ja, ich muss noch mal weg. Ich habe noch einen dringenden. Gleich wieder da. Tot? Jan-Erik? Ich bin in 2 Stunden wieder da. Mach es dir im Jacuzzi bequem. Warum sind Sie wirklich hier? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Jan-Erik, also ich meine, Herr Andersen, nur so zum Spaß eine Ausländerin umbringt? Das ist es ja. Es war keine Ausländerin. Es war seine eigene Frau. Aber bitte, das behalten Sie für sich. Wie bitte? Ich dachte, es geht um eine Vera Villegas aus Mexiko. Diese Entführung und ihr Tod waren alles nur eine Show. Wie? Kommen Sie, ich muss Ihnen was zeigen. Also, bei aller Liebe, Frau... Sie können mich Susi nennen, wie alle Chefs, die ich hatte, die alle nur am Sex interessiert waren und nicht an Kindern und heiraten. Nun ja, Susi. Ich vermute, hier unten hat sich Frau Andersen versteckt, als sie gekidnappt war. Woher wollen Sie das wissen? Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Andersen, Sie... Magst du Kinder? Ja, nein. Pröttl, wo sind Sie?